Mein Name ist Louis Chambre. Ich bin seit über einem Jahr bei Swissloop. Ich bin Maschinenbaustudent an der ETH, habe letztes Jahr als Ingenieur gearbeitet bei Swissloop und bin dieses Jahr Operations Lead bei Swissloop. Also Hyperloop ist eine neue Technologie, die eigentlich darin besteht, dass man sehr hohe Geschwindigkeiten erreicht in einer Transportkapsel. So, und Swissloop ist ein Verein der ETH Zürich. Wir haben 40 Studenten. Und wir kümmern uns eigentlich um den Bau von solchen Pods. Wir bauen Prototypen, die wir dann jedes Jahr an einer internationalen Competition vorstellen und Preise gewinnen. Die Baumer-Sensoren spielen eine große Rolle zum Funktionieren vom Pod. Also einerseits haben wir am Motor Lightgates, also Lichtschranksensoren, die eigentlich dafür zuständig sind, dass wir genau wissen, wo wir uns auf unserer Schiene positionieren. So, gleichzeitig haben wir dann auch Distanzsensoren. Die sind ein bisschen überall auf dem Pod verteilt, vorne, hinten, links, rechts, oben, unten, die uns sagen, wie weit wir an den bestimmten Stellen von der Schiene weg sind. Und so können wir uns dann stabilisieren auf der Schiene und uns auch gerade bewegen. Also die Zusammenarbeit mit Baumer ist wirklich sehr gut. Wir sind sehr zufrieden damit, geben uns Tipps, zeigen uns, wo wir uns noch verbessern können, was sehr wichtig fürs Projekt ist.